Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Golden Bodies Personal Training. Heute mit meinem Einkauf. Ich bin vorher ganz schnell gepostet und habe gedacht, weil das nämlich viele von euch interessiert, dass ich das wieder einmal abfilme. Jetzt tue ich zuerst schnell alles auspacken, tue das ausbreiten und dann sehen wir uns wieder. So, also, ich habe probiert, das Ganze jetzt ein bisschen Segment aufzuteilen. Von Anfang an würde ich aber sagen, wir haben eine neue Abmachung in unserem Haushalt. Janik ist auf die Idee gekommen und ich finde es super. Und zwar haben wir gesagt, wir probieren jetzt einfach mal all unsere Vorräte aufzubrauchen und erst dann wieder neue kaufen. Ich weiss, dass du da widerspricht dem Ganzen ein bisschen. Aber es geht eigentlich mehr so ein bisschen halt um die Sachen, die man so ein lagert zu Hause, also Nudeln, Reis, all die Getreide. Und darum findet ihr da eigentlich fast nichts von dem. Außer Haferflocken, die sind uns ausgegangen, die brauchen wir auch wirklich. Aber sonst probieren wir jetzt alle Menüs so zu planen, dass wir einmal alles aufbrauchen können, weil es einfach schade ist, wenn das so lange immer im Vorratsschrank ist und irgendwann dann sogar nicht mehr essbar ist. Und darum probieren wir jetzt da einfach ja, mal alles aufzubrauchen. Jetzt zum Starten. Ich habe ganz viel Früchte und Gemüse, weil eben das ist halt das, was dann auch schnell verkeilt. Und darum muss man ja das immer wieder auffüllen. Ich schaue immer, dass ich möglichst viele Farben und möglichst viele verschiedene Farben habe. Also das heisst von Rot, Orange, Gelb, Grün und so weiter und so fort. Wir haben hier einmal bei den Gemüse Spitzpeperoni. Finde ich super für gekochte Sachen, zum Beispiel auch für die Fajitas oder auch für die Suppen, Eintöpfe, was auch immer. Zum Rohessen habe ich die normal lieber. Ich finde, die ist etwas saftiger. Mein Plan dieses Wochenende ist, einmal einen Linseneintopf zu machen. Weil, das ist ja auch so etwas, ich habe hier seit einer gefühlten Ewigkeit Linsen, Kichererbsen und Bohnen drin, die ich nie gemacht habe. Plus habe ich noch etwas anderes. Das ist das hier. Das ist so ein super Mix mit Reis, Linsen und Mungobohnen. Und auch das noch nie gemacht. Weil sobald da 20 Minuten drauf steht, ist es mir schon wieder ein bisschen zu lang. Und ich habe gedacht, ich könnte jetzt das einmal machen. Jens das Gemüse reinschnetzeln. Und ich habe noch Herdöpfel vom Bauern, da tue ich die nämlich noch rein. Durch die Linsen und die Bohnen haben wir Proteinquellen. Dann durch die Herdöpfel eine Kohlenhydratquelle. Dann haben wir noch Gemüse drin. Perfekte Mahlzeit. Genau, und für das ist eigentlich die Peperoni. Ich tue immer gerade ein bisschen weg, weil dann haben wir ein bisschen besser Platz. Dann die Peperoni ist einfach zum Snacken. Dann habe ich Rüebli gekauft, das ist auch für den Linseneintopf. Ich muss aber sagen, ich hätte noch gehabt. Ich bin nicht sicher gewesen, aber ich finde, Rüebli machen so Sachen immer so ein bisschen süßlich. Und ich bin ja voll die süß und darum ja, braucht es das einfach. Dann des Weiteren habe ich noch Pak Choi gekauft. Ich nehme das vor allem für asiatische Gerichte, weil das zweite Gericht, das ich mache, das Wochenende, ist entweder Tom Kha Gai oder, weil wir noch ein paar Sachen dafür oder einfach ein Thai Curry. Und ja, Pak Choi eignet sich einfach sehr gut für das. Ich habe gedacht, ich mache die beiden Menüs ein bisschen grösser. Also eine grössere Portion. Und dann können wir das nämlich gerade für nächste Woche auch noch benutzen. Und ich kann durch das sehr viel Reis aufbrauchen. Und ich weiss nicht, wie es euch geht. Die Situation, die ich jetzt mit der Rüebli hatte, habe ich immer mit Reis. Hey, ich kaufe, glaube ich, alle 2 bis 3 Wochen ein Pack Reis. Und Reis machen tun wir so selten. Also ich habe kiloweise Reis zu Hause. Dann haben wir als nächstes Früchte. Haben wir nur noch 3 Orangen. Darum habe ich hier noch Mandarinen, Bananen
und Kiwi gekauft, wobei ich eigentlich 3 Kiwis gekauft habe. Ich weiss nicht, wo die dritte ist. Die taucht vielleicht noch auf. Ich tue die Früchte immer draussen lagern, also nicht im Kühlschrank. Außer das ist irgendetwas, ja, wo nächstens verkehrt. Oder wenn die Bananen schon sehr reif sind, tue ich sie auch im Kühlschrank, weil Bananen neben Äpfel tun ja noch viel schneller reifen und darum probiere ich den Prozess ein bisschen aufzuhalten. Da noch einen ganzen Sack Äpfel, perfekt für Müsli, Shakes, was auch immer. Ich habe die dritte Kiwi gefunden. Äpfel gehen immer. Ich mache auch viel selber Äpfelmus. Das ist so einfach gemacht. Also ja, Äpfel braucht es immer. Hole ich aber ehrlich gesagt am liebsten beim Bauer. Dann haben wir noch Tiefkühlfrüchte. Ich habe jetzt hier noch Himbeere und den Smoothie Mix gekauft. Ich muss vielleicht mal schnell sagen, ich bin im Lidl gepostet. Einfach, falls ihr euch fragt, wo das alles her ist. Da drin hat es 3 so Sachets, die schon abgewogen sind für Smoothies. Finde ich mega gebig. Ich habe gleich noch die Hei, aber mit exotischen Früchten. Das ist der hier. Mit Papaya, Ananas und Mango. Ja, genau. Finde ich mega fein. Mega einfach. Könnt ihr auch ins Müsli einschmeissen. Also könnt ihr wirklich für alles verwenden. Genau. Dann haben wir noch Gemüse. Oh Mann, das ist meine Lieblingspfanne. Und zwar mexikanische Gemüsemischung. Ihr seht, ich bin Fajita Queen. Und ja, das ist eine Liebe. Eine Liebe. Ich habe nicht so gerne Tiefkühlgemüse. Also, so, ich finde so die geschnittenen Zucchetti und Blumenkohl und Rüebli mit diesen Streifen. Wisst ihr, was ich meine? Was mit so Messer schneiden, die so Streifen machen. Ach, das ist so labrig. Ich bin recht heikel, was Tiefkühlgemüse anbelangt. Aber das ist einfach der Hit. Ist sogar schon ein bisschen gewürzt. Und durch das müsst ihr ja, nicht mal mehr viel dran tun. Dann kommen wir so ein bisschen zu den Kohlenhydraten. Ich habe einmal ein frisches Urdinkelbrot. Das ist für morgen Morgen. Morgen ist Samstag. Ich habe keine Haferflocken mehr zu Hause. Und darum habe ich jetzt hier gekauft. Für Müsli, Porridge, Shakes, was auch immer. Ich nehme immer zarte und kernige. Mische es ein bisschen, da nicht so heikel. Dann habe ich noch Darvida gekauft, einfach zum so ein bisschen snacken. Ein super Snack. Und etwas, das ich euch eigentlich nie empfehlen würde, aber ich zeige euch jetzt einen Trick. Und zwar habe ich hier so ein Premium-Müsli gekauft. Mit Früchten und Nüssen und Kernen. Und die Werte sind nicht bombastisch. Also es hat wirklich viel Zucker drin. Fett sind eigentlich voll okay für das, dass es so viel Nüsse und Kerne drin hat. Also ich glaube, es hat eben nicht so viel drin. Aber ja, der Zucker ist wirklich recht beachtlich. Jetzt, was ich mache, ist, das sind 750 Gramm. Ich werde das Pack nehmen und einfach mit der gleiche Menge Haferflocken mischen. Das heisst, ich nehme 750 Gramm Haferflocken, 750 Gramm von diesem Müsli, mische das untereinander mischen und dann könnt ihr es nämlich ein bisschen strecken. Ihr habt das feine Müsli, das hoffentlich feine Müsli, und habt den Geschmack, aber ihr habt ein bisschen bessere Werte. Das heisst, wir können in dem eigentlich den Zuckerwert so ein bisschen halbieren. Und dann ist das eigentlich ganz okay, plus eben, ihr habt einen guten Geschmack. Das mache ich nachher. Dann haben wir, meine Lieblings! Von denen erzähle ich euch so viel und ich komme immer wieder Rückfragen über. Die sind, wie vorher gesagt, vom Lidl. Und es sind Mikrowellenmischungen, Gerstenlinsen und Getreidemix. Es gibt aber auch noch Quinoa-Linsen. Hey. Das andere ist nämlich mein Lieblings und jetzt weiss ich nicht mehr, wie es heisst. Ja, jedenfalls, es ist eine 4-Liter Verpackung. Wir selber haben keine Mikrowelle und darum machen wir es einfach schnell in der Pfanne. Machen. Man kann 3 Esslöffel Wasser dran tun und das einfach in der Pfanne aufwärmen. Man muss wirklich nur noch warm machen. Und ich finde das perfekt für alles. Für Fajitas,
Wie auch aber für, wenn er einfach eine Getreide, kann ich sagen, eine Beilage wollt. Wenn ihr zu viel sind zum Reis kochen, zu viel sind zum Quinoa kochen, zu viel sind zum Linsen kochen, einfach so etwas machen. Ihr könnt es auch kalt essen, als Salat. Ein bisschen Gemüse drunter mischen. Also wirklich, seit es diese Dinger gibt, gibt es keine Ausreden mehr. Und darum habe ich immer von denen zu Hause, weil sie sind einfach praktisch. So, dann kommen wir zu den Proteinquellen. Einmal Eier. Ich muss sagen, ich esse nicht mehr viel Eier. Einerseits, weil ich einfach schon ein paar Mal Salmonellen kann. Und irgendwie, ich habe einfach kein Verlangen mehr danach. So einmal im Monat ein Spiegelei ist okay. Rührei ist mir voll verleidet. Habe ich früher aber mega viel gegessen. Was kann man sonst noch so machen? Hart gekochte Eier eigentlich auch nicht. Vielleicht mal in einem Sandwich. Aber ja, darum mich einfach, glaube ich, einmal im Monat ein 6er-Pack, wenn überhaupt. Ich glaube, alle 6 Wochen. Genau. Aber eigentlich eine sehr gute Proteinquelle. Wichtig zu wissen, es ist übrigens der gleiche Anteil Protein im Eiweiß wie im Eigelb. Also wenn man das Ei nimmt, ist genau gleich viel drin. Eiweiß hat ja verhältnismäßig ein bisschen mehr drin. Und Eiweiß hat aber auch ein bisschen weniger Protein, aber eben aufs ganze Ei hat es genau gleich Protein in beidem drin. Dann haben wir hier Joghurt. Ich habe hier 3 verschiedene. Und zwar, sehen wir das überhaupt? Ich nehme hier ein bisschen. So. Einmal. Die Pur-Joghurt, die habe ich einfach mega gern. Ich nehme das mehr so ein bisschen als Dessert, würde ich sagen. Ich nehme das nicht als gesunden Morgen. Dann einfach ein normales Naturjoghurt, das kann man immer brauchen. Plus hier noch ein Blaubeerjoghurt, aber ein Sojajoghurt. Ich nehme das manchmal, um so ein bisschen drunter mischen. Ich muss ehrlich gesagt sagen, es klingt, als wäre ich mega heikel. Ich esse alles, ich esse wirklich alles. Aber ich finde Soja, teilweise mag ich das nicht so vertragen. Und ja, ich hätte eigentlich lieber, wenn es mal mehr Auswahl gibt mit so Kokosjoghurt oder ich weiß auch nicht, aus Reismilch, Mandelmilch, hätte man da überhaupt keinen Joghurt draus machen. Aber sobald das auf den Markt kommt, dann würde ich glaube komplett auch auf vegane Joghurt umstellen. Oder ich weiß gar nicht. Ich könnte eigentlich nicht einmal sagen komplett, weil ich auch die mega gerne. Aber ich tue einfach gerne so ein bisschen mischen. Sagen wir es mal so. Auch was so die Sojasachen anbelangt. Ich muss sagen, ich habe mich da zu wenig eingelesen. Und über alles, was ich nicht eingelesen habe, ist mir fast ein Smoothie runtergegeben. Hey, nein! Habt ihr einen Flashback? Das ist jetzt das dritte Mal, also nein, zweimal habe ich den Smoothie schon ausgelegt. Einmal über mich und einmal über meinen Laptop. Und jetzt ist mir der Scheiß schon wieder fast runtergegeben. Das ist einfach die Flasche Smoothie, die ich hier gemacht habe, die hat einfach ein schlechtes Omen. Jedes Glas, das ich davon trinke, ist irgendetwas los. Aber was wollte ich sagen? Genau, Soja. Und ich weiss einfach nicht so ganz genau, welche Menge, welchen Einfluss auf unseren Hormonhaushalt und auf unseren Körper hat. Und darum ja, will ich da eigentlich auch nicht gross etwas dazu sagen, aber es ist etwas, was ich mir schon auch überlege. Dann haben wir hier Reisdrink. Da muss ich hingegen wieder sagen, habe ich den Sojadrink etwas lieber. Einfach für, ich trinke sehr viel Chai und Schwarztee. Und dann nehme ich fix immer Soja von Alpro, weil ich finde, die kommt der Kuhmilch am nächsten. Wir haben aber auch ganz normale Kuhmilch zuhause. Eben, ich will wirklich, dass ihr wisst, ich bin nicht so oder so. Ich nehme alles, das spielt mir keine Rolle. Aber weil ich für unsere Kunden einen Shake machen will, mit dieser Ananas-Mango-Papaya-Mischung brauche ich Reisdrink. Ich habe das Gefühl, Mandeldrink passt nicht so. Weil die Früchte vertragen sich nicht mit Kuhmilch. Und darum habe ich von dieser gekauft. Dann haben wir Avocado. Kaufe ich einmal im Monat. Ist etwas, was ich finde, ist einfach nicht ökologisch, sollte man nicht unterstützen. Und darum, ja, so einmal im Monat für den Geschmack, finde ich, ist okay. Aber
lassen. Ich probiere da euch die Umwelt zu unterstützen. Dann haben wir Hüttenkäse. Ich habe hier jetzt den Protein genommen. Ich nehme etwa die Erde normal. Der hat genau den gleichen Wert wie der normal auch. Hat einfach mehr Protein und darum finde ich, kann man das machen. Als nächstes haben wir Kokosnussmilch. Das habe ich natürlich gekauft, weil ich eben entweder die Tom Kagei machen will oder das Thai Curry. Ich habe hier die Light-Version genommen, weil es macht schon ein bisschen etwas aus. Und ich tue sie häufig noch ein bisschen mit Wasser oder Bouillon, besser gesagt, strecken. Weil es hat einfach schon viele Kalorien, da müssen wir ehrlich sein. So, letztes Nahrungsmittel, oder besser gesagt, Genussmittel wahrscheinlich, sind die Plätzchen. Wir lieben Plätzchen. Sind so einfach gemacht. Und ich muss da einfach auch sagen, die Werte von diesen Plätzchen sind wirklich okay. Also, die haben plus minus um die 100 Kalorien pro Stück. Eigentlich könnt ihr euch vorstellen, es ist ein Omelette-Teig, der gefüllt ist mit etwas, Spinat, Pilz, Käse, was auch immer. Und von dem her sind die Werte gar nicht so schlecht. Also könnt ihr euch vorstellen, es ist eine gefüllte Omelette. Macht es einfach nicht in der Bratpfanne mit noch gross Öl, sondern lieber im Ofen. Und dann ist das völlig okay. Ich würde euch einfach raten, irgendetwas noch dazu zu nehmen, das euch ein bisschen Nährstoffe liefert. Also ein bisschen Gemüse oder Salat. Irgendetwas in diese Richtung. Und dann ist das nämlich absolut okay für ab und zu. So, ich hoffe, ihr könnt etwas lernen von diesem Video. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann stellt sie gerne in den Kommentaren. Wenn ihr irgendwelche Videowünsche habt, dürft ihr die auch anbringen. Am meisten unterstützt ihr mich, wenn ihr das Video liket da unten und bestenfalls mir auch noch folgt auf diesem Kanal. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video.